Es ist immer wieder die Rede von den beiden Wörtern Verluste und Schäden auf der COP27 auf der Weltklimakonferenz in Ägypten. Die Entwicklungsländer wollen so etwas wie eine eigene Kasse für den Ausgleich von Schäden und Verlusten, die durch den Klimawandel entstehen. Also die Rede ist von Überschwemmungen, von Hitzewellen und auch von Dürren und. Professor Christoph Gornott arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und an der Uni in Kassel und erforscht, man könnte so sagen, an der Schnittstelle zwischen Agrarsystemen und eben dem Klimawandel und der Anpassung dazu. Und Herr Gornott ist gerade auf der Weltklimakonferenz. Hallo Herr Gornott, ich grüße Sie. Grüße Sie auch. Sie stehen gerade vorm Deutschen Haus in Ägypten und es ist wahrscheinlich ein bisschen laut und ein bisschen rummelig, aber versuchen Sie zu verstehen. Sagen Sie, Verluste und Schäden, das sind zwei Wörter, die auf der COP27 sehr oft fallen. Was ist damit eigentlich genau gemeint? Ja, also wir haben genau, die neben den zwei anderen großen Säulen der Klimapolitik haben wir also Vermeidung und Anpassung und halt irgendwie die Verluste und Schäden. Und die sind halt ein ganz wichtiger Baustein, der es jetzt dieses Jahr das erste Mal, das muss man wirklich sagen, nach 30 Jahren auf die Agenda der COP geschafft hat. Also in all den Jahren haben wir darüber nicht gesprochen und jetzt sprechen wir in diesem Jahr ganz viel über Verluste und Schäden. Das sind ganz konkret die Risiken des Klimawandels, die nicht durch Anpassung aufgefangen werden können. Also hier geht es um existenzbedrohende Risiken, welche die Lebensgrundlage von Menschen normalerweise im globalen Süden bedrohen. Und gleichzeitig sind das ja auch die Menschen und die Nationen, die eigentlich am allerwenigsten zum Klimawandel beigetragen haben. Das ist diese ganze Debatte um Verluste und Schäden. Sie sagen, dass es jetzt das allererste Mal seit 30 Jahren ist. Und das klingt, wenn Sie das sagen, so, als wäre das schon ein ganz großer Erfolg. Ist das so? Ja, also wir seit 30 Jahren wird darum gerungen, dieses Thema auf die Agenda zu bringen. Und erstmal ist es natürlich nur ein kleiner Teil Erfolg, dass es drauf ist, aber es ist halt auch so wichtig, weil es so lange gedauert hat, das draufzubringen und das jetzt ernsthaft und wirklich über diese Verluste und Schäden diskutiert wird und dass wir jetzt überlegen, okay, wie können wir da, wo die Anpassung nicht mehr wirkt, wo können wir die Grenzen von Anpassung mit anderen Mechanismen begegnen und wo kommen da Verluste und Schäden entsprechend ins Spiel? Lassen Sie uns vorne anfangen. Lassen Sie uns zum Beispiel auf Pakistan, das ist eines der aktuellen Beispiele, gucken. Es hat heftigste Überschwemmungen gegeben. Wäre das so ein Beispiel für Verluste und Schäden? Genau, das ist tatsächlich ein Beispiel, wo wir sehen, okay, da ist natürlich ein Teil der Überschwemmungen, Teil der Auswirkungen, der Schwankungen des Jahresniederschlages sind natürlich auch einfach ganz normal, aber ein Teil könnte sicherlich durch Management auch vielleicht verbessert werden. Aber ein wichtiger Teil ist halt auch wirklich, wo wir sehen, okay, da haben wir eine neue Dimension, die jetzt durch den Klimawandel da ist. Und das sind genau entsprechend diese Verluste und Schäden, die wir hier sehen, wo wirklich die Lebensgrundlagen von Menschen vor Ort akut bedroht sind oder auch Menschenleben gefährdet sind oder entsprechend verloren gehen. Andere Beispiele sind zum Beispiel Meeresspiegelanstieg, die Ausbreitung von Wüsten und sicherlich auch wichtig zu nennen ist einfach der Verlust von Lebensgrundlagen durch den Verlust von fruchtbarem Ackerland, dass zum Beispiel auch Kleinbäuerinnen und Kleinbauern im globalen Süden gezwungen werden, in andere Regionen zu wandern. Gibt es denn, Sie haben jetzt diese Beispiele genannt, gibt es denn bereits einen Kriterienkatalog, wo man festhalten kann, das sind Schäden, die durch den Klimawandel entstanden sind? Das ist tatsächlich eine sehr komplexe Frage und diesen Kriterienkatalog gibt es leider bislang noch nicht. Es ist auch so, dass die Definition von Verlusten und Schäden zwischen den einzelnen Ländern, die hier bei der COP mitverhandeln, sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Also teilweise wird Anpassung mit aufgenommen, teilweise ist Anpassung nicht dabei, weil es gerade um diese Risiken geht, die wo Anpassung nicht mehr wirkt. Dann ist so die ganz große Frage, inwieweit ist halt Katastrophenfürsorge damit enthalten? Versicherungslösungen werden diskutiert, auch gerade von deutscher Seite. Und inwieweit, das ist dann auch wieder eine Frage, wo es unterschiedliche Definitionen gibt und wo sich die Länder auch unterschiedlich positionieren, inwieweit werden existenzbedrohende Risiken aufgenommen und inwieweit gibt es dafür auch Kompensationsmechanismen?
Also das bedeutet, es gibt eigentlich nur die Worte Verlust und Schäden, aber wir wissen weder, wie man es definieren kann, und man weiß auch noch nicht genau, ob es irgendwie einen finanziellen Topfmittel oder so etwas dafür gibt und vor allen Dingen nicht, was für Kriterien es dafür am Ende geben kann. Was ist dann sozusagen das Gute daran, dass schon darüber gesprochen wird? Das ist alles sehr vage, da haben Sie vollkommen recht. Und es muss noch viel mehr definiert werden und wir brauchen auch noch viel mehr Konsens zwischen den Ländern, was dann genau unter Verlusten und Schäden adressiert wird und vor allen Dingen, wie diese eventuell auch kompensiert werden, auch um Mechanismen, die beispielsweise auch die besonders starke Schäden an Infrastruktur zum Beispiel oder auch Verluste von Menschenleben, wie so etwas auch beispielsweise, wie damit umgegangen wird. Ist das zum Beispiel etwas, wo es eine ethische Verpflichtung gibt oder ist es etwas, wo es auch eine rechtliche Verpflichtung gibt? Und das sind, glaube ich, die ganz großen Fragen, die hier zwischen den Ländern auf der internationalen Klimakonferenz diskutiert werden. Wenn Sie jetzt sagen müssten, damit diese Konferenz ein Erfolg wird, aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht, was müsste in dem Ergebnisprotokoll stehen? Es wäre auf jeden Fall wichtig, dass wir überhaupt Verluste und Schäden im Ergebnisprotokoll benennen. Das ist super wichtig und das muss adressiert werden. Und genau, das sind erstmal so diese beiden Schlagwörter, unter denen wir auch, wie anfangs schon gesagt, halt sehr unterschiedliche Verständnisse innerhalb der Staaten noch und innerhalb von der Wissenschaft noch haben. Und das muss entsprechend im Ergebnisprotokoll konkretisiert werden. Also was genau meinen wir mit Verlusten und Schäden? Was ist inbegriffen? Was ist nicht inbegriffen? Und was sind auch Mechanismen, um diesen zu begegnen? Also sozusagen nicht nur, um sie zu adressieren, sondern auch tatsächlich, was sind auch finanzielle Mechanismen, die wir haben, um damit zukünftig umzugehen. Christoph Gornert, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.